So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns heute wieder in Deutschland und sind unterwegs mit dem Paul, mit dem Porno Paul. Deswegen auch PP Performance, Porno Paul. Nein, heute wird es ein sehr kurzes Video geben, aber ein sehr schönes Video. Wir haben hier McLaren 27S. Verbaut wurden TTE 1000 Turbolader. Zur Ansaugung haben wir was verändert aus Aluminium, da, weil die Originalen, die brechen da immer innen drin und ist nicht so gut. Und wir gehen gleich auf die Autobahn mit dem Paul, machen ein paar Videos, lassen mal ein bisschen knallen. Machen ein paar Logs, Software spiele ich gerade drauf, dann machen wir eine Messung und dann tun wir gucken, ob wir was nachbessern, gell? Ich muss schon sagen, ne, das Carbonzeug von Novitec, das ist schon Porno, ja? Also gefällt mir echt sehr, sehr gut. Aber was am brutalsten ist in dem Auto, sind einfach mal diese Sitze, ja? Einfach mal die Sitze vom McLaren Senna. Here we about to lift off, ey, been here too long. Y'all better wake up. So, mein Lieben. 5 Kilometer, dann sind wir auf der Autobahn. Dann gehen wir mal drücken. Also, wie ihr seht, Autobahn fertig. Wir haben wunderschönes Wetter jetzt heute noch erwischt zum Fahren. Trotzdem ist der Asphalt etwas kalt. Wir haben 13 Grad draußen. 100 auf 200 Messung. Unmöglich. Traktionskontrolle die ganze Zeit. Ja? Wenn ich sie ausmache, wird es gefährlich. Hatte Paul Angst gehabt, also haben wir sie angelassen. Ja, aber 200 auf 250, 3 Sekunden und 200 auf 300, 7 Sekunden mit Paul drin. Und da muss ich sagen, mit der Zeit müsste das Auto irgendwo um die 1020, 1040 PS haben. Ja, weil es schon schnell, fühlt sich auch sehr schnell an. Ja, wir sind jetzt 2-3 Mal bis 300 gefahren, aber McLaren ist halt McLaren, ne? Und ihr wisst, wer schon mal McLaren gefahren ist, es fühlt sich alles sehr robust an, sehr klappernd. Ja? Also es ist wirklich kein Alltagsauto, so auf die Rennstrecke oder so zum Rumbrettern ein bisschen gut, aber man kriegt schon Angst in dem Auto. Ja? Von den ganzen Windgeräuschen und alles ist schon etwas anders. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zur Auswertung von der Leistungsmessung. Ich lag gar nicht mal so schlecht. Ja? Wie wir sehen, haben wir McLaren 27S eine Leistung von 1031,5 PS korrigiert. Unkorrigiert sind es 1055, aber anhand von vom Luftdruck und von Temperatur korrigiert es ein bisschen runter. Also 1031 ist ja auch schon mal nicht schlecht. Drehmoment 1000,4 Newtonmeter. Ich habe es euch gesagt, McLaren ist schon die Macht auf der Straße, was Leistung angeht. Aber Alltagstauglichkeit? Nope. Von daher kommt nur eins in Frage. Porsche.